Hallo und willkommen zu einem weiteren Jagged Alliance 3 Video, das ich wieder einmal zweiteilen werde. Wir werden uns zunächst einmal weitere angekündigte Änderungen für den Patch 1.5 anschauen. Der Patch, der steht ja kurz vor der Tür, sagt man das so? Der steht vor der Tür. Ich schätze mal, dass der noch Ende Januar oder dann Anfang Februar kommen wird. Der ist, glaube ich, schon den Moddern zur Verfügung gestellt worden. Und dazu wurde eben heute im Devstream am 24.01.2024 auch nochmal was gesagt. Und ja, das werde ich euch erzählen, was denn da erklärt wurde. Ich werde nicht erneut auf die ganzen Karten und Kampagnen auf den Editor eingehen. Da habe ich in meinem letzten Video schon drüber geredet und ein bisschen zusammengefasst, was in Devstreams erwähnt wurde. Also gerne auch die Videos anschauen, solltet ihr da Interesse an den Editoren haben. Ja, und wenn wir dann mit diesen neuen Sachen zu dem Patch 1.5 durch sind, dann werden wir hier weitermachen mit Nails. Was heißt weitermachen? Wir werden hier einen Abstecher machen. Ich hatte mein Let's Play mit Solo Nails ja schon beendet und eigentlich hatte ich ja vor, dann mit dem Nails hier in der Landsbach Arena, in diesem Fight Club ähnlichen Dingen zu kämpfen. This club is for members only. If you know, you know. Ja, das ist auch Sounds so ein good. Fight Club und auch von Fallout 2, da gibt es auch so ein Boxkampf inspiriert ist. Und das werde ich dann mal hier nachholen und dann werden wir die mal mit dem Nails entsprechend alle ja, kaputt schlagen. jetzt schauen wir uns aber erstmal die Sachen an, die im Devstream erwähnt wurden. Und dazu schalte ich mich hier auch mal aus. Und es ging da vor allem eben um diese neuen Game Rules. Wir haben also, ihr könnt ja oben sehen, das, was es vorher schon gab, To the Bitter End und Lethal Weapons, das sind auch Sachen, die man jetzt schon dazuschalten kann. Ihr könnt meinen Cursor nicht sehen, jetzt könnt ihr meinen Cursor sehen. Und da sind halt jetzt unter Advanced Rules noch weitere optionale Schwierigkeitsgrad-Modifikatoren hinzugekommen. Also, oder werden hinzukommen mit dem Patch 1.5. Das erste ist eben Ammo Scarcity, das heißt, es wird weniger Munition zur Verfügung stehen und dann wird man vielleicht ein bisschen mehr Munition herstellen müssen oder auch vielleicht mehr Munition kaufen müssen oder die Waffen stärker durchwechseln müssen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Vielleicht habt ihr auch mein Let's Play zu Jagged Alliance 1 gesehen, das war auch ganz interessant, als da an Tag 8, 9 oder so die Munition ausging. Ich glaube, das wird jetzt hier nicht passieren, aber ist auf jeden Fall eine interessante zusätzliche Schwierigkeit, die man dazu schalten kann, die damit den Fokus ein bisschen verlegt. Wir haben dann Bobby Pace. Damit kann man einschalten, dass Bobby Race teurer wird. Und da wurde im Stream gesagt, dass das die Preise verdreifachen wird. Das heißt, man kann dann nicht mehr einfach bessere Waffen und Munition kaufen, sondern muss dann eben ein bisschen mehr damit auskommen, was man denn so findet. Dadurch, dass ich ja meine Let's Plays hauptsächlich gespielt hatte, wo Bobby Race noch gar nicht eingeführt war, würde das da jetzt kaum einen Unterschied machen. Das könnte auch vielleicht ein bisschen mit anderen Sachen, die wir hier noch dazu, wo wir noch dazu kommen, mit reinspielen. Wie beispielsweise, ne, wenn weniger Ammo da ist, dann kann man sich halt auch nicht einfach neue Ammo über Bobby Race kaufen. Macht also schon da irgendwo Sinn. Ich glaube, ansonsten ist die spielerische Auswirkung jetzt nicht wahnsinnig hoch, wenn man nicht vorher bei Bobby Race auch schon viel eingekauft hatte und damit das Balancing ein bisschen verzerrt hatte. Bei Body Count wird die Anzahl der Gegner erhöht. Da wurde gesagt, dass das die Gegner in den Squads erhöht, aber nicht die statischen Gegner auf einer Karte erhöht. Jetzt weiß ich nicht, wie viel das anteilmäßig ist, aber die meinten halt auch, dass er überall oder an sehr vielen Orten halt auch diese Squads sind, die zusätzlich dabei sind. Und da kommen eben zusätzliche Gegner mit dazu. Das heißt, wenn jetzt auf einer Karte nur 5 statische Gegner sind, dann würde da keiner dazu kommen. Würde aber auf der Karte, sagen wir mal, 3 statische Gegner und ein Squad von 5 Leuten sein, dann würde damit halt, würden zusätzliche Gegner dazukommen. Wie viel das jetzt effektiv prozentual im Schnitt an neuen Gegnern ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber
ja, könnte sicherlich auch das Ganze noch mal ein bisschen schwerer machen, könnte das aber auch andererseits etwas einfacher machen, je nachdem, wo man sich gerade befindet, weil mehr Gegner natürlich auch bedeutet, dass man mehr Erfahrung bekommt. Aber schlussendlich ja, kommt es auch dann drauf an, wie stark die zusammenstehen und so weiter. Und wenn das Squads sind, dann würde ich mal eher vermuten, dass die Gegner dann auch eher zusammenhängen und nicht. Die einfachsten Gegner waren ja beispielsweise in Basen, wenn die überall solo geparkt sind. Und das dürfte ja kein Squad sein. Also ich denke, dass das dadurch schon schwerer werden wird im Schnitt, sage ich mal. Dann haben wir als nächstes harte Lessons. Mit Hard Lessons kann man einschalten, dass man mehr Erfahrung braucht, um zu trainieren, aber auch um aufzuleveln, braucht man mehr XP. Das heißt, das dauert alles länger, muss man sich dann halt überlegen, ob man die Charaktere dann beispielsweise in den Operationen ausbilden will. Das kann aber dazu tatsächlich führen, dadurch, dass beides verlangsamt wird, dass das Ausbilden sogar noch stärker wird. Weil ihr müsst euch vorstellen, normalerweise ist ja so gesehen auch der Drawback, dass man, wenn man einen hohen Merc hat, dass der auch mehr Geld will, zumindest über eine Dauer. Wenn das aber weiter gestreckt wird, dann könnte man damit eventuell sogar das noch weiter verzerren, dass man die Charaktere eben ganz am Anfang ganz stark ausbildet und dann weiternimmt. Da hat man dann eben sozusagen noch mehr was von. Also das kann man natürlich ein bisschen sehen, wie man will. Aber die niedrigere XP ist auf jeden Fall eine Sache. Damit kann man ein bisschen vielleicht dem Buddy-Count entgegenwirken. Müsste man sehen, wie viel das hier zusätzlich XP bringt und wie viel das hier dann wieder sozusagen dann auch mehr braucht, um da weiter zu steigen. Interessant ist dahingehend vielleicht auch, dass dann Charaktere, die normalerweise also legendär waren und überteuert waren, die könnten dann vielleicht hilfreicher sein, weil die Werte eben von den eigenen Charakteren nicht so, so schnell so hoch trainiert werden können und weil man eben auch nicht so hoherstufige Charaktere bekommt. Also normalerweise war es ja so, dass man, ich sag mal, wenn man Len oder sowas anheuern will oder Scully, dann ist man halt schon selber auf Level 8 und hat eigentlich dann den besseren Charakter geformt. Das könnte dann hiermit eben nicht mehr sein. Also es kann sein, dass sich das ein bisschen verschiebt. Dann haben wir Heavy Wounds und Heavy Wounds sorgt dafür, dass Wunden eben auch verursachen, dass man den Free Movement, dass der reduziert oder wegfällt, das reduziert die Treffsicherheit und das betrifft nicht nur die Mercs, sondern auch Allies und Enemies. Das heißt also, dass man die Verwundungen nicht mehr einfach so ignorieren kann, wie ich das gemacht habe, sondern eher wie in Jagged Alliance 1 oder 2, glaube ich, auch noch, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man halt nicht zu viele Wunden hat, weil dann eben kann sich der Charakter eben auch nicht mehr gescheit bewegen. Das ist ein netter Debuff, finde ich. Da muss man halt selber schauen, dass man die dann gescheit verarztet und so weiter. Ist ein bisschen mehr Management dabei. Wie gesagt, dass ich das einfach immer alles ignorieren konnte, war ein bisschen irre. Führt natürlich auch dazu, dass das Management, der Management-Aspekt stärker wird, was dann vielleicht andere Schwächen wieder davor hervorbringen wird, dass beispielsweise das Zeitmanagement nicht vernünftig sichtbar ist im Spiel, muss man dann sehen. Die andere Änderung, dass natürlich Gegner auch davon betroffen sind, da muss man mal schauen, wie sich das im Spiel widerspiegelt. Denn das bedeutet vielleicht, dass dann ein Overwatch auf den Gegner den auch davon stoppen kann, weiterzulaufen oder dass der Gegner nicht mehr so gut trifft. Wenn man entsprechend Wunden zufügt, muss man dann sehen, wie stark das da Auswirkungen drauf hat. Dann mit Under the Weather werden die Wettereffekte ja häufiger, steht hier. Ich vermute, dass das schlussendlich keinen großen Unterschied machen wird, weil wenn man die Wettereffekte, die habe ich vorher auch nicht wirklich gemerkt, wenn man da einfach mit einem Thermalzielfernrohr sowieso durch den Nebel durchguckt, dann ist es auch gerade mal egal. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel dadurch sogar einfacher wird, wenn man das Wetter schlechter macht. Also, ja, muss man sehen. Dann haben wir AIM, Always Online. Das ist eine nette Änderung, denn damit werden jetzt die Charaktere immer verfügbar sein. Das heißt, man muss jetzt nicht 3-4 Mal das Spiel neu starten, bis halt die Mercs da sind, die man eigentlich nehmen möchte, sondern die sind jetzt immer da, der Zufallsaspekt ist raus. Es wurde außerdem, das steht jetzt hier so
Ja, ist angedeutet, will not refuse contracts without a good reason. Das haben die Entwickler auch nochmal im Stream erwähnt. Das ist übrigens Lubo und Pavel oder Pavka. Das eine ist der Producer und das andere, also Pavka ist Producer und Lubo ist Designer. Die hatten halt da dann auch nochmal erwähnt, dass der Effekt eben auch auf Charaktere zutrifft, die haben normalerweise nicht irgendeine Prozentchance, dass sie sagen, nee, mein Agent hat gerade was anderes für mich zu tun oder nee, ich muss gerade mich um eines meiner 20 Kinder kümmern oder irgendwie sowas hat Scully, glaube ich. Also da diese Randomness, die fällt weg und dann wird man die halt immer anheuern können. Es sei denn, die haben einen richtigen Grund, wieso die nicht mitmachen wollen. Also beispielsweise, wenn man jemanden in der Gruppe hat, mit dem die Person auf keinen Fall zusammenkämpfen möchte, dann wird die das weiterhin auch machen. Aber diese zufälligen Aspekte, die fallen dann damit weg. Das finde ich ganz gut. Das würde ich dann auch nehmen, um halt da diesen Aspekt dann rauszunehmen. Dann haben wir Legendary Deals. Damit macht man es einfacher, indem man die Elite und Legendary Mercs halt billiger macht. Da ist es ja so gewesen, dass man die aktuell eigentlich nicht nimmt, weil bis man die nehmen kann oder bis sich das lohnt, hat man eigentlich schon was Besseres. Jetzt sind die billiger gemacht. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Das verzerrt das halt an in eine andere Richtung. Es wird natürlich damit auf jeden Fall einfacher, weil man sich dann für noch weniger Geld auch die Stärkeren holen kann, aber immerhin werden die Stärkeren dann ein bisschen mehr benutzt, kann man so sehen. Also Reaper beispielsweise oder andere, die man halt normalerweise nicht anheuern würde. Ist nett, aber ich würde das jetzt hier nicht anmachen, weil das halt dadurch auch wieder einfacher wird. Dann haben wir aber AIM Platinum und damit kann man halt diese Legendary Mercs, die man am Anfang erstmal freischalten muss, die kann man von Anfang an verfügbar machen und das ist ganz cool. Das macht es halt theoretisch auch ein bisschen einfacher, weil man natürlich diese 20.000 nicht bezahlen muss oder wie viel das war und oder halt nicht die Quest oder was das war abschließen muss. Jedenfalls ist das jetzt nicht mehr der Fall, sondern man hat die von Anfang an zur Verfügung. Das heißt auch, dass man rein theoretisch beispielsweise einen Scully Solo Let's Play von Anfang bis Ende machen kann. Und der Einzige, der hier ausgeschlossen ist, das kann man im Tooltip hier erkennen, das ist der Gas. Den muss man weiterhin auf anderem Weg noch zusätzlich freischalten. Dann haben wir vielleicht noch eins der interessantesten Sachen. Union Rules. Und damit werden die Kosten von den Söldnern erhöht. Aber nicht die Normalkosten, wenn man die anheuert. Sondern wenn die Stufen steigen, dann werden die teurer werden als vorher. Und da wurde genannt, dass die ein extra 10% bekommen. Also vorher ist es so, da muss ich mal gerade hier in meine Liste schauen, dass die Charaktere einen unterschiedlichen Wert hatten, was die an mehr an Geld fordern. Da gibt es beispielsweise Leute, die sind verhältnismäßig begnügsam, beispielsweise Dr. Q. Der will pro Stufenaufstieg nur 20% mehr. Aber es gibt beispielsweise auch welche wie Igor oder also Igor will 29% und Grunty will sogar 30% mehr Geld bei einem Stufenaufstieg, was sie dann halt sehr schnell teuer machen wird. Und das wird hiermit nochmal um 10% Punkte erhöht. Also statt 30% werden es dann wohl, so wurde zumindest gesagt, also dass es Prozentpunkte sind, dass das dann 40% sein werden. Das ist also dann schon, wird dann ordentlich viel teurer. Da muss man halt schauen, wie das jetzt zusammenspielt, auch beispielsweise mit diesem, mit den langsamen Stufenaufstiegen. Also man kann sich jetzt zumindest nicht mit den Stufenaufstiegen das Ganze immer weiter aufqueuen, weil die Stufenaufstiege weitergezogen sind. Das war ja auch so eine Sache, weil man nur einen, die wollen ja nur eine Gehaltserhöhung alle, ich glaube, etwa 20 Tage so im Schnitt wird das passieren. Das heißt, wenn man, also ist ein bisschen davor, ein bisschen danach, aber das kann halt sein, dass man immer 14 Tage Contracts macht, dass sie nur bei jedem zweiten Mal überhaupt mehr Geld fordern. Es kann aber sein, dass man innerhalb von diesen 28 Tagen dann beispielsweise 5 Stufenaufstiege hat. Und dann wollen die nur einmal zusätzliches Geld haben für diese Stufenaufstiege. Das wird sich jetzt
ein bisschen, weil der Aufstieg länger dauert, wenn man das entsprechend anmacht, dann wird das entsprechend schneller beikommen. Und durch Union Rules werden sie dann auch noch mehr Geld fordern. Das könnte also da auch ein bisschen die Balance korrigieren. Aber da wird man dann sehen müssen, wie stark das da reingreift. Schlussendlich sind das natürlich alles nur so kleinere Tweaks, die man da macht. Die Kernmechaniken sind natürlich weiterhin so, wie sie sind. Also beispielsweise wird ein Overwatch oder ein normaler Schuss weiterhin keine Stopping Power haben. Die Wunde macht dann halt ein bisschen was niedriger. Wie viel das dann ausmacht, wird man sehen. Aber schlussendlich, der Schuss selber hat natürlich noch keine Stopping Power. Und wenn der dann halt nur wenig Schaden macht, macht das auch nichts aus. Und hier besteht natürlich weiterhin das Problem, dass die Punkte, die man trainiert, dass die abgekoppelt sind vom Stufenaufstieg. Und das führt halt dazu, dass man Supersoldaten hat, die super günstig sind. Da wird man halt sehen müssen, wie gut sich das im Spiel dann justiert, also wie sich das anpasst. Aber ich denke, da kann man schon ein bisschen was mit ändern. Aber natürlich, die großen Sachen werden damit dann auch nicht gefixt werden, wenn man das mal so bezeichnen will. So, das war's dann auch zu den weiteren Infos zu Patch 1.5. Wie gesagt, der Patch, der wird in den nächsten Tagen, Wochen kommen. Ende Januar, Anfang Februar würde ich jetzt schätzen. Ist schon zu den Moddern rausgegangen und wird eben jetzt nochmal getestet. Dann kann man den in baldiger Bälde erwarten. Und wie gesagt, zu dem Editor, schaut mal auf mein vorheriges Video. Da gibt es dann die Infos zu. Ich bin mal gespannt. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich dann schon damit ein neues Let's Play starten möchte. Ich denke, das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig Neues. Mal gucken, was da noch Neues geplant ist. Weil über den Patch 1.5 hinaus ist noch nichts bekannt. Also ich werde dann wahrscheinlich, wenn ihr beispielsweise Karten erstellt, einzelne Herausforderungskampagnen mit nur 1 bis 4 Karten oder sowas, dann mit diesem neuen Patch 1.5, dann lasst es mich wissen. Die würde ich dann auch ganz gerne spielen. Also so einzelne kleine Stücke, die ich dann immer mal wieder machen kann, ohne eine komplette Kampagne anzufangen. Für eine komplette Kampagne mit allen Quests und so weiter nochmal durchzuspielen, ich glaube, das ist wäre ein bisschen viel. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir hier in den Club. This club is for members only. If you know, you know. I said this club is members only. Get ja, lost. Der will uns da nicht reinlassen, aber wir können ja. On my way. Wir können ja einfach hier rein. Brechstange haben wir. Na, das geht nicht. Aber wir haben noch anderes Material. So geht's ja nicht, ne? Musik ist ein bisschen. Was übrigens mit dem Patch noch nicht erwähnt wurde, was ein bisschen. Oder was in dem Stream ein bisschen seltsam wirkte, ist, dass sie nicht. Den nicht bewusst zu sein scheint, dass es einen Fehler gibt bei Inspiration. Das ist im Moment kaputt. Wenn Charaktere beispielsweise Loner haben, ich weiß es gar nicht, Nels hat das glaube ich nicht, oder? Psycho, Nahkampf. Wenn die Loner haben, der Larry hat das beispielsweise, dann werden die am Anfang des Kampfes inspiriert, wenn die weiter weg von den anderen sind. Das ist aber seit dem letzten Patch kaputt. Es gibt, glaube ich, einen Overwatch-Exploit, womit man Overwatch auf Waffen machen kann, die das nicht können sollten oder sowas. Sodass man zusätzliches Overwatch rausholen kann, dass man immer wieder eine Ladung dazu bekommt, wenn man die Waffen hin und her wechselt. Also, und es gibt weiterhin den Civilian-Kill-Bug, das ist bei den Erfolg, dass man sich das vergeigt. Das habe ich, glaube ich, auch. Wir haben, glaube ich, hier in den Statistiken einen Zivilisten getötet. Zivile Opfer 2. Das liegt einfach daran, dass man Pia und so weiter, diese NPCs, die dann aufgeben, die hat man dann eben versehentlich getötet, obwohl sie nicht tot sind. Die muss man dann mit der Faust im Moment kaputt schlagen, damit das ja genau passt, dass die nicht als Kill zählen. Das ist ein Fehler, der scheint auch nicht behoben zu werden. Muss man mal sehen. Vielleicht wird doch was davon behoben, aber es schien. Hörte sich nicht danach an, oder machte nicht den Eindruck.
Ups, das war eigentlich. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Ding benutzen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie. Das hier ist Werfen. Ach, Fernzündung. Da machen wir das. Lay in rubber. Darf ich da jetzt rein? Die Tür steht noch. Aber, okay. Well, I might just do that. So. Können wir jetzt kämpfen? This here club is members only. And I don't remember making you one. How did you even get in here? Give me a good reason why I shouldn't throw you out. Ja, aber das gute alte Einbrechen. I'm not real big on rules. If there's a place I want to get into, I invite myself. That's not a problem for you, is it? Well, you got some balls, all right? If you came looking for a fight, you came to the right place. We got some good fighters here, but we can always use some more. Anyways, tell me what's on your mind, Kaz. Was ist das für ein Ort? This fine establishment is called Nightclub. Lots of folks come in here to loosen up a bit. After a full shift in Siegfried's mind, everybody needs something to take the edge off. I make sure the edge comes off real nice and smooth. Take a walk around, chat up the girls. If you want to join the fights, you just pick someone and I'll set it up. Tschüss. Stay out of trouble, cuz. I run Nightclub nice and smooth, so I've got people watching for trouble. If you start making things rough, you're gonna find your ass out on the streets. Oh yeah? Well, I'll build my own nightclub then. With blackjack and hookers. In fact, forget the nightclub. Ja, okay. Hey, what's that? You got it, Scooter. Aber. You want fight? Talk to Bounce. I do not fight noobs. Aha. Bulldozer. Was gonna suggest that? Mit denen können wir aber gar nicht reden. Also man wird hier. You having a good time, cuz, huh? Walk around, talk to the girls. If you want to fight, you just pick someone and I'll set it up, huh? Naja, das kann man so aber nicht, wenn man keinen Grund hat. Das ist ein bisschen seltsam gemacht. Eigentlich muss man ja da drauf klicken und dann kann man den Kampf beginnen. Aber, das geht jetzt so nicht. Man braucht erst die Quest. Was aber wieder, muss man sagen, von den Quests halt nicht gut gelöst ist. Wir brauchen jetzt erstmal die Quest, dass wir mehr erfahren müssen. Und dann können wir auch erst den Kampf machen. Das ist, ja. Nicht gut kommuniziert. Stehen ein bisschen. Naja. Was mit dem Patch noch geändert wird, sind weitere Fehler mit Landsbach. Da gab es beispielsweise Fehler, dass der Siegfried von Essen, dass der unverwundbar wird. Das sollte nicht mehr der Fall sein. If you were my guests, I would offer you some of my finest selections of brandies. However, I do not recall inviting any of you into mein Haus. So perhaps you will forgive me if I ask a blunt question. What do you want? Den wird man hier oben übrigens auch nicht mehr töten können, sondern der haut dann ab und verzieht sich nach unten. Deshalb war das auch, als ich den mal umgebracht hatte, dass ich den quasi das zweite Mal umgebracht hatte, weil das eben durch den Patch hinzugefügt wurde. Wir interessieren uns nur für die Mine. Don't think that I didn't notice you coming to Landsbach. I am perfectly aware of every step you make, aim mercenaries. I know you are after the diamonds. Everybody wants the diamonds. Oh ja. Zählen Sie uns zu einer Diamantenmine? Ah, yes. Straight to business. I appreciate that. As I'm sure you noticed, the mine is heavily guarded. My security forces exceptionally well trained and conditioned. I would not dare to test them if I were you.
Don't sweat it, Gramps. I hate tests. I do not keep the mine well guarded for reasons of greed. I have all the wealth I need. No, the mine is important to me for reasons that extend a great deal beyond financial security. Aside from extracting diamonds, the area around the mine is a place where I conduct other business. Recently, something related to this business was stolen. Naja, was wurde gestohlen? Diesel. I don't know why, but several gallons of it were stolen from me. It may seem trivial to you, but I am not talking about the normal kind of diesel. It is their special to me. I need it back. Unfortunately, investigation is not something my men excel at, but I suspect you do. Help me retrieve what was stolen, and Landsbach Diamond Mine will be yours. I am done with this place, and I've no wish to fight you for it. Scooter, you got yourself a deal. Any man who takes his fuel that seriously is a man I can respect. Okay, ich glaube, der sagt dann was dazu. You will excuse me if I do not show you to the door. Auf Wiedersehen. Na, wir brauchen diesen Coin. Ah, it is you again. Aha. I don't know who might have stolen it. But I do know it was not stolen from here. A van was transporting my diesel to a location I do not wish to disclose. The van left here on schedule but never arrived. I suspect it was ambushed en route. As you can see, I don't get out much. I have few personal contacts. You should probably ask around in town and see if someone might know more. A good place to start is Nightclub. I imagine many of the patrons know a good deal about local criminal activity. Okay, was ist für ein Nachtclub? Do not be fooled. Das ist not a techno club. It is an arena. The diggers like to go there to satisfy their base desires. They drink, they gamble, they fool around with girls. And they fight. Sometimes to the death. The club is open every night in the warehouse near the docks. I let Bounce handle this enterprise, as I do not enjoy mingling with the maggots. Take this coin and show it at the door. Otherwise, they won't let you in. Na gut. You will excuse me if I do not show you to the door. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dann, sounds good. Gehen wir mal wieder raus. You got it, Scooter. Und reisen zurück. Well, I might just nach I'm here. Landsbank. I'm ready to roll. So. On my way. Und dann werden wir durch unseren eigenen Eingang wieder rein. You having a good time, cuz, huh? Walk around. So, erzähl uns von Siegfried. Wer hat Siegfrieds Diesel gestohlen? We both working for the same man, so I'm tempted to tell you what I know, but I ain't sure yet if that's the right thing to do. Trust don't come easy in Landsbach. Everyone in this town is just looking out for themselves. Then Landsbach's no different than my hometown, and every other place I've ever been. Okay, dann kann man dir also auch nicht trauen. I'm just stating a fact, cuz. We got no relationship. See, I don't know you, so I might just tell you what you want to hear to make you go away.
or I might tell you the truth, but then I'll be breaking trust with somebody else. Now, maybe I could be convinced to do that, but you got to earn my trust first. See the big fella in the back? That's the Bone Crusher, one of the champions here in Nightclub. I want him out of the game, all right? Permanently. Take care of him for me, and I will do something good for you. Warum erschießt du ihn nicht selbst? I need his ass beat in the ring, cuz. It needs to look clean. I can't have people thinking they might get shot if they become the next champion. It ain't like that. Just go challenge him to a fight and nail him into the ground, as in 6 feet under it. Don't tell me how to nail someone, Scooter. I've been nailing people my whole life. One last thing, cuz. He's one tough motherfucker. I suggest challenging some of the other fighters first to see how you stack up against the competition. Okay, wir machen es. Remember, no weapons. It has to be a fair fight. With an unfair ending for Bone Crusher, huh? Okay. Tschüss. Enjoy the fights, Kaz. Let me know if you need anything. I'll hook you up. Ah, Quatsch. You got it, Scooter. So, dann. Nochmal gespeichert. Ohne Waffen. Dann packen wir die mal weg. Und wir sollen jetzt erstmal durch die anderen trainieren. Jetzt können wir nämlich auch mit denen interagieren. Bählen. So. In this corner, weighing in at 173 pounds, only the very best, Dr. Fracture! And in the other corner, a new face, straight from the Association of International Mercenaries, Player One! I want a clean fight, no fucking around. Let's get ready to rumble! Jawohl. Tudum. Kampf begonnen. Dr. Bruch, wir machen hier direkt den brutalen Angriff. Auf geht's. Inspiriert. Ich weiß gar nicht, ob das da... Und den haben wir auch schon platt geschlagen. Ja, das geht dann schnell. Das war Dr. Bruch. Dann machen wir Sebastu Krokat... Was? Sebastu Krator. Okay. Wir vermöbeln jetzt alle davon. Weighing in at 132 pounds. He's the devil waiting outside your door. Sebastro Krator. And in the other corner, a new face straight from the Association of International Mercenaries, Player One. I want a clean fight, no fucking around. Okay. Let's get ready to rumble! Es ist derselbe Text wieder. Jetzt probieren wir das mal anders aus. Und zwar mit dem Inspired. Wobei ich eben nicht weiß, ob das jetzt fehlerhaft ist da. Wir machen mal hier auf den Hals. Das war vielleicht nicht so optimal. Oh. Ersticken. Ungeschützt. Okay, dann machen wir jetzt noch brutaler Angriff. Da bleibt nichts mehr von übrig. Ja. Okay. Das war der Sebastokrator. Dann Dr. Bruch hatten wir. Dann machen wir noch den Bulldozer. Jawohl. This corner, weighing it at 162 pounds. Don't you underestimate the power of his dark side, Bulldozer! Kannst du das im Deutschen? And in the other corner,
A new face, straight from the Association of International Mercenaries, Player One! I want a clean fight, no fucking around. Let's get ready to rumble! Ich weiß nicht, ob im Englischen der auch dasselbe gesagt hat, aber ich meine, im Deutschen waren das immer dasselbe Gewicht. Okay. Ersticken. Ja, er kriegt aber direkt haufenweise Zeugs rein. Ist immer noch okay. Und kaputt. Ach, das war's auch schon. Okay. Okay, das war der Bulldozer. Übrigens, man kann noch mal gerade einen Blick hier drauf werfen. Das ist die Skillung von dem. Das ist mein Nahkampf Killer Nails. Und werde nach einem Kill aus der Nahdistanz inspiriert. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, wieso ich vorher inspiriert wurde dann. Nach dem ersten Kill. Na, weiß nicht. Vielleicht war das jetzt nochmal ein Zivilisten-Kill. Nö. Naja, okay. Bulldozer ist auch platt. Hatten wir jetzt hier noch einen, der gefehlt hatte? Dr. Bruch. Bounce. Ne, das ist der, mit dem wir reden müssen. Ne, dann haben wir, glaube ich, hier alle. Ne, Eraserhead. Über den. In this corner, weighing in at 166 pounds. He is raw. He is crazy. He is Eraser Head. Jetzt haben wir 75 Kilo, also was anderes. In the other corner, a new face, straight from the Association of International Mercenaries, Player One. I want a clean fight, no fucking around. Let's natürlich, natürlich. Ready to rumble. Da-da-dum. Moment. Wir gehen erstmal ran. Dann 28. Ersticken. Und damit ist er auch eigentlich schon so gut wie im Eimer. Dann machen wir das hier auch noch. Bams. Gut Durst. Da hatten wir jetzt auch einen inspiriert durch. Naja. Okay. Der ist auch im Eimer. Dann fehlt eigentlich auch nur der Knochenbrecher noch. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt super böse sein wird. You know him, you love him, the Bone Crusher. And in the other corner, a new face, straight from the Association of International Mercenaries, Player One. I want a clean fight, no fucking around. Let's get ready to rumble! Jawohl. So, dann wirst auch du vermöbelt. Machen wir das auch so. Erstmal wieder einen Schlag in den Hals. 42 Crit. Ja, also die Gegner kommen schon so ziemlich zu nix. Der... Oh, da haben wir aber auch viel daneben geschlagen. Okay. Vielleicht kommt er dann doch zu was. Wir schlagen auch noch zurück. Da hat er sich in seiner eigenen Runde kaputt geschlagen. Der Knochenbrecher wurde gebrochen. Ja, sehr gut. Okay. Damit sind wir Arena Champion und können jetzt mit dem Bounce wieder reden. Hey, nice moves, cuz. You just net me a lot of dough. Most people here thought you were fresh meat, but I knew you were a killer. I cleaned up. That means I owe you that information you've been looking for. I saw a van with some canisters strapped to the roof hauling us away from Siegfried's place the other day. I could swear I've seen the same van down near the abandoned gas station a few times before that. Tell you what, cuz, if you do find the stolen diesel,
Do me a solid and come back here before giving it to Siegfried. I'm going to make you an offer you can't refuse. Und das war es dann auch hier. Jetzt müssen wir zur Tankstelle und so weiter. Das werden wir jetzt nicht machen. Ich wollte jetzt nur mit dem Nails den Kampf nachholen. Die Questline selber hatte ich ja in meinem vollen Let's Play auch durchgespielt. Das Let's Play werde ich euch hier verlinken, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Da werde ich auch das Nails Solo Let's Play verlinken. Und das vorherige Video, wo ich über den Editor gesprochen habe. Alles da an der Seite irgendwo, werdet ihr dann sehen. Wann ich wieder die nächste Folge machen werde, mal sehen, ob ich eine richtige neue Let's Play-Reihe starten werde. Mal sehen, ist aber eher unwahrscheinlich. Ich denke, ich werde das hier so auf so ein bisschen News und Herausforderungen erstmal belassen. Und dann halt so die Neuigkeiten mit euch teilen, wenn da irgendwie was kommen sollte. Und dann einen neuen Playthrough starten, wenn es wirklich viel gibt, damit dieser Playthrough sich eben auch massiv unterscheidet. Das sehe ich selbst mit den neuen Regeln noch nicht so. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da euch da was Spezielles wünscht. Ansonsten würde ich da wahrscheinlich eher nochmal abwarten. Die sagen halt immer bei Erweiterungen, sie können es weder bestätigen noch dementieren, dass sie da dran arbeiten. Also vermute ich, dass da auch vielleicht in den nächsten Wochen was kommen könnte, wenn der Patch 1.5 einmal draußen ist, dass sie ein bisschen dann anfangen, für die nächste Sache zu trommeln. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass sie sagen, ja, 1.5 ist durch und das war's jetzt mit der Entwicklung des Spiels. Das wäre natürlich schade. Auch da werde ich euch aber drüber informieren. Also gerne den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Es folgt auf jeden Fall auch noch ein Jagged Alliance Deadly Games Let's Play. Auch das hier auf dem Kanal gerne abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.